Hallo ihr Lieben, wir starten heute schon um 13 Uhr und wir haben euch was ganz Besonderes versprochen, denn heute haben wir eine super Überraschung für euch, die riesengroß ist und ich weiß schon, ihr werdet euch riesig freuen. Ich stehe jetzt eigentlich auf einer Seite, wo ich schon lange nicht mehr stand, denn ich werde heute gar nicht die Show moderieren, sondern ich bin heute als Gast da und bastel. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer ist denn heute unsere Moderatorin, die die Show endlich wieder übernimmt? Überraschung! Hallo Silvana, hallo ihr Lieben. Endlich mal wieder, ich bin ganz aufgeregt, endlich mal wieder dabei zu sein heute mit dir, liebe Silvana. Ich freue mich riesig und endlich mal wieder mit euch auch mich auszutauschen. Ich habe ja schon ganz viel immer geguckt, wöchentlich. Ich finde das ganz toll. Ich bin begeistert, wie ihr das hier wöchentlich macht, ihr dabei seid und zuschaut. Die ganzen Kommentare, die ganzen Ideen und Anregungen, also da lese ich natürlich immer schon fleißig mit, aber es ist was anderes, wieder hier zu sein und einfach mal wieder dabei zu sein. Wir haben ein ganz, ganz tolles Thema heute, passend zur weihnachtlichen Stimmung basteln wir heute mit euch wunderschöne Leuchten. Und zwar haben wir die LED-Podeste und die verschiedenen Aufsteckformen. Ganz neu sind unsere Kegel-Aufsteckformen. Und da könnt ihr nicht nur ganz elegante, schöne Fabergé-Tannen mit basteln, sondern auch, schaut euch bitte diesen süßen Wichtel an. Was für eine coole Idee, oder? Dann könnt ihr euch eure eigenen Wichtelleuchten gestalten. Also wir haben wieder ganz viele Ideen für euch. Toll, dass ihr auch schon heute live um 13 Uhr mit dabei seid. Da freuen wir uns riesig. Die ganzen Aktionen, die wir euch heute zeigen, könnt ihr natürlich bei uns kaufen bei www.ideenmitherz.de. Oder ihr ruft uns an unter der Nummer 0521 238 180. Heute und morgen sind wir für euch bis 18 Uhr in der Hotline erreichbar. Und ihr könnt natürlich auch morgen den ganzen Tag noch bis abends die Aktion bei uns erwerben. Und Silvana, haben wir eigentlich auch wieder ein Gewinnspiel? Natürlich haben wir das. Übrigens haben wir diese Woche sogar zwei Gewinnspiele, weil wir ja auch Donnerstag auch eine Live-Show haben. Das machen wir jetzt drei Wochen lang. Mhm. Die startet dann auch immer um 13 Uhr. Das heißt, ihr könnt jeden Montag und Donnerstag drei Wochen lang unsere Live-Show verfolgen. Mhm. Das Gewinnspiel kennen viele von euch. Ihr könnt einfach nur den Beitrag teilen, am besten auf eurer eigenen Seite und dann könnt ihr schon direkt mitmachen und am Ende der Sendung losen wir dann einen Gewinner aus, der ein super tolles Überraschungspaket bekommt. Oh ja, ich bin schon gespannt. Und wir haben ja auch noch die ganzen Aktionen von 20 Jahre Ideen mit Herz. Mhm. Schaut da auch gerne bei uns in den Shop. Die gelten ja auch nur noch bis Jahresende und so lange ist das ja gar nicht mehr. Ja. Also schaut da gerne hinein. Und was mich auch schon interessieren würde, wenn ihr diese Kegel seht, ich zeige euch die einmal, die wir euch gleich vorstellen, die Rohlinge. Mhm. Was würdet ihr spontan mit denen machen? Wir haben jetzt hier schon mal eine Idee, die Fabergé-Tanne, die wir euch gleich zeigen. Dann den süßen Wichtel. Schreibt gerne schon mal, wie würdet ihr euch die Kegel, Tannen oder wie auch immer für euer Zuhause gestalten? Dann lesen wir das gleich vor und freuen uns natürlich auch wieder auf eure Anregungen. Und jetzt schauen wir uns eure Muster an, die ihr uns wieder zugeschickt habt. Da freuen wir uns natürlich auch immer riesig über eure Kreativität. Da sehen wir einmal von der lieben Moni, die hat nämlich einen Adventskalender gebastelt. Mit super schönen Türchen, die sie unterschiedlich verziert hat, sieht richtig klasse aus. Boah, mega schön, Moni, echt super. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich die Adventskalender gestalte für die Kinder. Hast du schon fleißig einen? Ich mache hier immer 10 Stück. Boah. Deswegen muss ich mal schon früh anfangen. Boah, krass. Aber es ist eine super Idee, die kann man sich auf jeden Fall noch mal merken. Voll. Und Yvonne hat uns auch super schöne Tischleuchten geschickt. Ach, toll. Mit unseren Standschablonen, ne? Richtig schön weihnachtlich auch. Das sieht herrlich aus. Zur Weihnachtszeit mit Licht immer richtig schön, wenn man spielen kann. Und natürlich, was zur Weihnachtszeit nicht fehlen kann, hat die Renate dann auch nochmal gebastelt. Weihnachtskarten mit unseren Leserkartenauflegern nochmal verziert. Wow, diese Farbenpracht dann auch nochmal. Sieht echt klasse aus. Eine richtig schöne Vielfalt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für all die tollen Muster. Schickt uns gerne weiter eure Ideen an facebook@ideenmitherz.de, da freuen wir uns immer riesig. Oh ja. Und jetzt geht's los mit der ersten Aktion. Wir gehen einmal genau nach vorne und zeigen euch unsere LED-Lampenpodeste. Wir haben mittlerweile drei verschiedene. Hier als Aktion einmal das runde Podest. Wir haben insgesamt 6 LED-Lämpchen, die in warmweiß richtig schön die komplette Form ausleuchten. Wir haben einen Timer mit dabei
Und wir brauchen 3 AA-Batterien für das Podest. Das haben wir einmal als Aktion für euch reduziert. Und dann haben wir auch noch das LED-Lampenpodest. Das ist 12 cm hoch. Da könnt ihr also noch mehr in die Höhe basteln. Und auch hier haben wir wieder die 6 LED-Lämpchen in warmweiß. Und wir können jetzt hier richtig schön die verschiedenen Rohlinge aufsetzen. Das LED-Lampenpodest ist von 4,50 Euro auf 3,47 Euro reduziert, heute und morgen. Und unsere ganz neuen Kegelformen, die kommen als Zweier-Set zu euch nach Hause. Die haben wir in 2 verschiedenen Größen, 12 und 16 cm Höhe. Wir haben hier unten jeweils die Löcher drin, dass wir die also perfekt auf die Podeste aufsetzen können. Und ja, die sind weiß, aber transluzent, das heißt also lichtdurchlässig. Und die werden von unseren LED-Lichtern richtig schön komplett ausgeleuchtet. Und da können wir jetzt kreativ werden. Da bin ich ganz gespannt auch auf eure Ideen, die ihr gleich schreibt. Schaut euch mal diesen niedlichen Wichtel an, den wir daraus gestaltet haben. Also so viele Ideen. Und wir können jetzt natürlich auf unsere Podeste auch sämtliche anderen Formen aufstecken. Wir haben ja zum Beispiel auch die Zylinderform. Die haben wir für 1,97 Euro im Shop einzeln oder zum Beispiel auch unseren Quader. Also das sind so richtig schöne Vario-Rohlinge und LED-Podeste, die ihr jetzt, wie ihr mögt, kombinieren könnt. Und Silvana zeigt jetzt einmal ein paar verschiedene Ideen, wie wir das so schön kombinieren können. Genau, wir starten jetzt einfach mit den Podesten. Wir gucken uns mal an, wie wir die verzieren können, denn da gibt es nochmal ganz, ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Am besten schauen wir uns das Ganze von oben an, damit wir nochmal einen schönen Blick haben auf die einzelnen Podeste. Ich habe mir einfach mal dieses Runde geschnappt und natürlich haben wir jetzt eine super hohe Fläche, mit der wir arbeiten können. Wir können uns das mit den sämtlichen Acrylfarben, die wir bei uns im Shop haben, anmalen, wie zum Beispiel mit der Royal Flash. Ihr könnt euch das aber auch natürlich nochmal in so einer matten Version dann gestalten und in alle Farbrichtungen gehen, die ihr möchtet. Wenn ihr wollt und sagt, ich möchte gar nicht so viel mit Farbe arbeiten, können wir natürlich auch nochmal mit den Gravurstickern in dem Bereich verzieren oder aber auch mit unserer Jute-Schnur, was natürlich auch immer richtig klasse aussieht. Dadurch, dass hier der Bereich so schön hoch ist, haben wir natürlich viel Fläche für unterschiedliche Möglichkeiten. Wir können aber auch, und ich glaube, da nehme ich dir schon mal was vorweg, liebe Julia, ja, mit unseren Kristallkunstschmucksteinen uns eine Bordüre gestalten. Mhm. Die haben wir heute auch in der Aktion, aber da kommen wir später nochmal zu. Oder mit unseren Glasanhängern an den Seiten nochmal das richtig toll verzieren. Und dann haben wir auch nochmal so ein bisschen Bewegung mit dabei. Das sieht auch richtig schön aus. Alle Liebhaber von Diamond Painting würden jetzt sagen, oh ja, das ist meins. Und zwar können wir nicht nur mit den Schmucksteinen das Ganze verzieren, sondern auch mit Diamond Painting Akzente setzen, Bordüren legen und. Oder einfach mal vollflächig das Ganze so verzieren, dass wir da überall Diamond Painting Steine aufgesetzt haben. Das haben wir mit dem Diamond Painting Lineal gemacht. Da könnt ihr euch dann einfach ein tolles Muster raussuchen. Mhm. Und ich glaube, man sieht das jetzt nicht so gut, aber die Zwischenräume haben wir nochmal ausgeglimmert, wodurch das Ganze nochmal besonders schön funkelt. Wenn wir jetzt unser Podest fertig verziert haben, kommen wir dann zu den Kegeln, die wir natürlich unterschiedlich verzieren können. Und ich glaube, das schauen wir uns einfach mal von vorne an. Da würde ich dich gleich einmal darum bitten, ein rundes Podest mir rüberzureichen. Ja. Wir haben natürlich auch die quadratischen, die könnt ihr euch auch sichern, die haben wir bei uns im Shop, aber wir haben ja heute unsere Runden reduziert und da könnten wir jetzt einfach einen unserer Kegel aufsetzen. Und das Tolle ist, wir haben ja 2 Größen, das heißt, wir können jetzt auch mit Größen spielen und richtig schöne Bauten zusammengestalten. Hier sehen wir einmal den 12 cm hohen und auch einmal den 16 cm hohen Kegel, den wir natürlich nebeneinander setzen können. Wer sagt, ich möchte noch mal was Niedrigeres, können wir uns einfach eine Power-LED schnappen. Ich lege das mal hier so zur Seite und könnten das natürlich so ein bisschen tiefer setzen und dann hätte man auch so ein bisschen Raum und könnte mit Höhen dann richtig schön spielen. Wir haben aber nicht nur unser rundes Podest, sondern auch unser Lampenpodest. Und hier sehen wir nochmal richtig klasse, wie wir eine weitere Höhe dazustellen können und dann nochmal verzieren können. Das heißt, wir können in 4 bis 5 Größen spielen und uns was richtig Tolles zusammen arrangieren.
Wichtig ist, ich nehme das hier mal alles so zur Seite, dass wenn wir das Lampenpodest uns schnappen, wie hier, wenn wir den Kegel aufsetzen, richtig toll hier schön viel Fläche haben zum Arbeiten. Das heißt, wir können da nochmal ganz viele Möglichkeiten schaffen, uns das weiter zu verzieren. Hier haben wir uns einfach mal einen Kranz geschnappt, aber ich kann mir auch vorstellen, hier eine tolle heile Welt mit kleinen Figürchen zu bauen und das dann ganz nochmal aufzusetzen. Und das wirkt dann nochmal richtig schön, ja, voll und ganz anders, wie wenn wir das unten auf den kleinen Podesten haben. Total schön. Florian schreibt zum Beispiel, als Weihnachtsbaum zur Tischdeko wäre vielleicht auch eine Idee. Finde ich super. Ach, toll. Und Anna-Maria schreibt, aus den Kegelleuchten kann man auch Engel machen. Oh, das ist aber auch eine super Idee, ne? Toll. Total gut. Finde ich, ja, das sieht schon so aus wie so ein tolles Engelkleid, ne? Und dann macht man da die Flügel dran. Super. Dann schon auch, was ihr wiederkommt. Ach, herrlich. Toll. Das ist immer so schön, dieses Beisammensein und dann nochmal Ideen austauschen. Jetzt hier sehen wir nochmal die zwei weiteren Formen. Einmal den Quader und auch einmal den Zylinder, dass wir natürlich die auch auf unser Podest aufsetzen können und das dann natürlich auch richtig klasse aussieht. Das waren jetzt die Möglichkeiten, wie wir das Ganze kombinieren können. Ja. Wir kommen ja gleich auch nochmal zu den einzelnen Bastelideen, aber du hältst ja jetzt was ganz Besonderes in der Hand, liebe Julia. Das ist auch für mich eine Premiere an dieser Stelle. Finde ich auch immer spannend, ne? Was Neues, was ihr euch so überlegt habt. Und zwar habe ich ein Schild selbst gebastelt von Christine Maas aus Celle. Vielen Dank dafür, das neu bei uns Schild. Und zwar haben wir eine super Neuheit, die wir euch jetzt präsentieren dürfen. Und zwar, tada, unsere neue Fransenschere. Die habe ich auch selber erst letzte Woche das erste Mal gesehen. Finde ich total klasse. Die hat 5 scharfe Klingen. Das heißt, wir können mit einmal schneiden gleich 5 gleichmäßige Fransen schneiden. Und dadurch sind wir auf die Idee gekommen, dass wir mit unserem Transparentpapier, was wir auch als Angebot jetzt noch weiter für euch gezogen haben, da können wir eine richtig tolle grüne Tanne, eine Fransentanne um unseren Kegel gestalten. Das zeigt Silvana euch jetzt. Sieht total klasse aus, finde ich. Und es geht so einfach. Also mal wieder eine Idee, wie man ganz schnell und einfach einen tollen Effekt erzielt. Schaut euch das mal an. Genau, ich werde euch nämlich zeigen, wie wir diese tolle Tanne jetzt leicht und sicher basteln können. Und es geht wirklich mit der Fransenschere super einfach. Dafür müsste ich dich einmal bitten, dass ich mir die Schere einmal schnappe. Vielen Dank. Und wir gucken uns das mal ganz schnell von oben an. Ja. Wir haben nämlich das Transparentpapier, weil die Idee mit dieser Tanne so klasse war, haben wir gesagt, wisst ihr was, die war letzte Woche reduziert, aber alle, die sich die letzte Woche nicht sichern konnten, können sich die diese Woche noch sichern, denn wir haben die nochmal auf 6,97 € reduziert. Ich habe mir jetzt einfach einen Streifen ausgeschnitten, der 6 cm breit ist und habe das mit dem Rollenschneider hier nochmal genutet in der Mitte. Das heißt, ich habe hier eine Fläche von 3 cm und hier auch nochmal und habe das Ganze dann mit dem Powertape versehen und nehme das einfach ab. Ich kann mir das jetzt einfach zukleben, indem ich das übereinander klappe. Und jetzt kennen das viele von euch. Wir haben eine Schere, wollen uns Fransen einschneiden. Die sind nicht immer gleichmäßig. Man braucht ewig lang, weil man immer einschneiden muss. Und jetzt schnappen wir uns einfach unsere Fransenschere, die neu bei uns ist, mit den 5 Klingen, die wir haben und können einfach hier einschneiden. Und wenn wir das gemacht haben, haben wir schon die Schnitte hier drin. Und dann können wir hier nochmal daneben hergehen und das geht dann super einfach. Und je nachdem, wie weit ihr einschneidet, könnt ihr euch dann diese tolle Fransenoptik super schnell, einfach und das Tolle gleichmäßig zurechtschneiden. Mega cool. Das habe ich hier auch schon vorbereitet. Und ich müsste dich einmal darum bitten, dass ich einen der Kegel, den wir noch nicht verbastelt haben, uns schnappen. Ich habe das jetzt alles schon mal, danke Julia, zurechtgeschnitten und habe das hier auch noch mal mit einem Streifen Powertape versehen. Das kann ich jetzt einfach hier abziehen und schnappe mir meinen Kegel. Wie ist das für euch eigentlich jetzt mit der Uhrzeit? Also wir haben überlegt, 13 Uhr mal zu starten. Ist das für euch gut? Seid ihr damit einverstanden? Passt das genauso gut wie 14 Uhr? Da wollen wir einfach mal ein bisschen testen die nächsten 3 Wochen. Und wenn das für euch auch gut ist, ne, würden wir das vielleicht so beibehalten. Da könnt ihr gerne auch mal einfach Kommentare zuschreiben, ob das für euch gut passt.
So, ich habe hier das jetzt einmal drumherum geklebt und jetzt werden viele von euch sagen, ah, das ist teilweise hier immer so, dass das so ein bisschen absteht. Da könnt ihr einmal noch mal mit dem Finger drüber gehen und euch das so ein bisschen zurechtziehen und zusammenkleben. Und das Tolle ist, wir arbeiten uns von unten nach oben bis zur Tannenspitze auf. Das bedeutet, dass wir diese Fläche gar nicht mehr sehen und das auch gar nicht mehr schlimm ist, wenn das nicht so sauber ist. Mhm. Ich habe nämlich schon mal ein zweites vorbereitet und ihr könnt hier ungefähr mit einem Abstand von einem halben Zentimeter und einem Zentimeter, das könnt ihr euch dann wahlweise aussuchen, die zweite Schicht dann aufkleben und so verschwindet dann der Bereich, den wir hier aufgeklebt haben. Das macht ihr dann so lange, bis ihr ganz oben an der Tannenspitze angekommen seid. Und mein Tipp ist, ihr habt hier immer eine Fläche, die dann immer übersteht. Die könnt ihr euch abschneiden und auf keinen Fall wegschmeißen, denn je weiter wir nach oben gehen, desto kleiner wird der Radius, den wir dann brauchen. Und diese Bereiche könnt ihr dann hier ankleben. Wenn ihr zum Beispiel hier seid und dann zwei Stücke habt, könnt ihr die nebeneinander aufkleben. Das ist auch super, weil man sieht keine Ränder oder wo man zwei Streifen benutzt hat. Das heißt, ihr braucht hier nichts zu verschwenden und könnt alles dann zusammen benutzen. Mhm. Und ich habe hier insgesamt in 12 Streifen in der Höhe gearbeitet und habe hier nochmal einen Stern aufgesetzt. Könnt ihr mir jetzt wieder mein rundes Podest schnappen und das Ganze dann beleuchten und schon ist meine Tanne dann fertig. Sieht total schön aus. Schön, ich finde die Idee richtig gut. Mhm. Und ich finde das auch so toll, was du auch eben am Anfang gezeigt hast, diese unterschiedlichen Höhen. Es sieht einfach immer so dekorativ aus. Du könntest dir jetzt die gleiche Tanne auch nochmal mit dem größeren Kegel gestalten, ne? Und dann zwei Tannen nebeneinander und sogar noch auf einer dritten Höhe, also richtig. Ja, viele Möglichkeiten. Man kann einfach hier auch nochmal hergehen und sich so ein bisschen diese Bereiche so nach oben ziehen, dass das so ein bisschen aufploppt und das nochmal so ein bisschen fransiger, ein bisschen voller aussieht. Mhm. Und wie gesagt, mit der Fransenschere super schnell gemacht. Super. Wir haben eben auch schon über die Wichtel gesprochen. Ja. Ich hole dir den anderen auch nochmal dazu, den Süßen. Ja. Moment, hier, bitteschön. Du hast ja schon eben in den Kommentaren gelesen, man kann aus denen Engel gestalten. Ja. Wir haben direkt an Wichtel gedacht, oder Julia? Ja, also das fand ich auch so witzig, weil wir hatten die Idee mit den Wichteln tatsächlich erst, also letzte Woche Silvana am Freitag, da war ich schon nicht mehr in der Firma. Und heute Morgen, vielleicht kennt ihr das, man wacht auf und auf einmal hat man so eine Idee. Ja. Und das war echt heute Morgen so, Moment mal, diese Kegelformen, die sind doch perfekt für unsere Wichtel. Wir haben doch die DIY-Sets. Ja. Ich komme in die Firma, gehe in die Bastelstube und sage, wir können da doch Wichtel draus machen. Und dann sagen die Bastler, ja, das hat Silvana schon gesagt, wir haben die schon vorbereitet. Und dann dachte ich, Mensch, wir beide, ne? Ja. Hatten wir die gleiche Idee. Oh, das ist doch herrlich. Aber dass man aus der Form dann sowas machen kann, ist einfach klasse. Und es geht wirklich super einfach. Und wir sehen hier auch die zwei Möglichkeiten, wie wir das Ganze gestalten können. Einmal mit dem Hütchen von dem DIY-Wichtel. Mhm. Die habe ich jetzt einfach aufgeklebt und habe mich hier für das Fellband in so einem tollen Braun entschieden. Und dann die Nase aufgeklebt. Ich habe mich für Braun entschieden, weil ich diesen Deko-Rohling einfach mal so belassen habe. Ja. Weil das jetzt auch gut passt. Und wenn man das Ganze dann beleuchtet, das natürlich richtig schön aussieht. Ach, wie süß. Stellt euch mal die ganzen kleinen Wichtelchen bei euch zu Hause vor, die so das ganze Zimmer ausleuchten. Ja. Das ist ja wohl mega süß. Übrigens halte ich das immer nur dran, weil ich die Podeste immer wechsle. Das heißt, ihr könnt euch das dann einfach komplett draufstecken und dann sitzt das dann auch sicher. Ja. Und hier ist nochmal die zweite Variante. Wir haben ja unsere Winteroutfits bei uns im Shop. Und da haben wir immer diese tollen Mützen. Die können wir jetzt uns einfach nehmen. Mhm. Oder wollte der Wichtel schon weg? Mhm. Und hier habe ich mich jetzt dafür entschieden, dass ich das Transparentpapier, was wir ja heute und morgen auch nochmal reduziert haben, als Kegel mir ausgeschnitten habe und gesagt habe, ich möchte mal den Wichtel komplett in Blau haben und dann schön Ton in Ton. Habe mir den Kegel ausgeschnitten und ich verrate euch mal was. Den Bereich, den ich jetzt hier zusammengeklebt habe, habe ich einfach unter dem Bart versteckt. Weil dann habt ihr rundherum einen niedlichen, schönen Wichtel, der von jeder Seite gut aussieht. Hab mir wieder aus dem Fellband den Bart zurechtgeschnitten, eine Nase gezaubert. Das könnt ihr aus Perlen, aus Pompons und machen. Mhm. Und dann die Mütze drauf. Und schon ist dieser Wichtel auch schnell gezaubert. Total super. Also ich bin begeistert. Richtig schön.
diese ganze Idee, auch die Wichtel sind einfach, die geben so eine, ach, das ist so niedlich, ne? Ja. Und man bekommt gute Laune. Mhm. Es hat auch eben noch mal jemand gefragt, ob wirklich alle Rohlinge auf alle LED-Podeste passen. Ja. Ja, das ist so. Also die sind genau aufeinander abgestimmt, wirklich immer die Löcher auf diese LED-Podeste. Das heißt, ihr könnt richtig schön kombinieren und euch die passenden Formen aussuchen mit dem passenden Podest. Und dann zeigen wir euch jetzt die nächste Aktion. Und zwar passen natürlich zu Leuchten immer super Kristallornamente. Und da haben wir euch jetzt einige im Shop reduziert. Wir haben einmal diese super schönen Tropfenformen. Das sind ganze Bordüren. Die haben wir in einem Set mit 5 verschiedenen Farben. Hier so einem schönen Gelb, Orangeton, dann in Rosa, in klar irisierend und dann auch noch in Türkis. Und das Tolle ist, wir haben auch gleich noch eine Aktion mit unserer Premium-Tauchfarbe, mit diesem wunderschönen Glaseffekt. Und dazu passen die Farben der Kristalle auch mega gut. Ich zeige euch schon mal ein Muster mit unserer Tanne. Da haben wir zum Beispiel die Tanne mit der Premium-Tauchfarbe verziert und dann unsere Kristalle draufgesetzt. Also die Kombination ist super schick. Dann haben wir also einmal diese Tropfenbordüren. Wir haben außerdem die Kreise, die sind auch als Bordüren gelegt. Auch nochmal in den 5 verschiedenen Farben, wie wir sie gerade gesehen haben. Es sind immer 5 Bogen. Ihr seht unten die Artikelnummern. Und statt 14,97 Euro zahlt ihr heute und morgen nur 7,49 Euro. Hier habt ihr mal einzelne Kristalle, das sind diese wunderschönen kleinen Sternblumen, auch nochmal in 5 verschiedenen Farben. Und dann haben wir noch die größeren Kreise, die auch so richtig schön elegant sind und glitzern. Das ist unsere ganze Aktion zu der Kristallkunst. Dann haben wir noch die ganz beliebten Glasanhänger. Das ist echtes Glas. Ich zeige euch das mal hier, wie schön das funkelt. Das ist auch, das sind Glasanhänger in Tropfenform. Und oben haben wir diese wunderschönen Perlenkappen. Die könnt ihr aufkleben und dann habt ihr das facettierte Glas in Tropfenform darunter. 20 Stück sind in einem Beutel. Wir haben 2 verschiedene Größen für euch. Und das Set bekommt ihr für 6,97 Euro statt 9,97 Euro. Ich zeige euch das mal, wie toll das aussieht. Zum Beispiel auch unter einer Kugel. Hier haben wir die Wabenkugeln. Da sieht das richtig schön aus, so einen Anhänger noch dazu platzieren. Oder denkt auch an unsere Aktion. Wenn ihr für 50 Euro bestellt, bekommt ihr noch bis Ende des Monats unser Set mit 25 Acrylkugeln geschenkt. Da könnt ihr euch dann wunderbar noch die Glasanhänger in Tropfenform darunter hängen. Die geben nochmal so richtig eine Eleganz, ein Funkeln dazu. Also das nochmal für alle, die den Baumschmuck noch gestalten wollen. Das sieht natürlich mega aus. Und dann haben wir noch eine Aktion für euch, wenn ihr eure Tannen, eure Kegel mal als Winterlandschaft gestalten wollt. Da haben wir unseren Kristallschnee, 250 Milliliter. Das ist eine ganz feinkörnige Paste. Ich gehe da mal so ein bisschen mit dem Spachtel durch. Die müsst ihr am Anfang einmal so ein bisschen umrühren, einmal so ein bisschen aufrühren. Und dann ist da auch noch irisierender Glimmer drin. Also das sieht so richtig aus wie ganz toller Schnee. Und da bekommt ihr diesen 250 Milliliter Kristallschnee heute und morgen für 3,97 Euro. Die Artikelnummer seht ihr eingeblendet. Und Silvana zeigt jetzt einmal, wie toll ihr den Schnee zum Beispiel, ja, ihr könnt den spachteln, ihr könnt den tupfen, ihr könnt den schablonieren, wie wir den einmal mit unseren Leuchten kombinieren. So, dann geht's los mit unserer frostigen Welt, denn wir werden jetzt unsere Dekokegel in so eine richtig frostige Optik verwandeln. Ach, ich muss auch sagen, Julia, es macht wieder Spaß, auch mal live zu basteln. Ja, das glaube ich. Das ist beides so schön, ne? Ja, es macht wirklich riesen Spaß und ich freue mich, dass ich heute mal wieder basteln darf. Ja. Und wir gucken uns das jetzt nochmal von oben an, denn wir werden in 2 Schritten uns diese frostige Tanne oder den Kegel dann jetzt leicht und sicher gestalten. Dafür müsste ich dich einmal bitten, dass ich den Kristallschnee bekomme. Bitte schön. Vielen Dank.
Und wir sehen hier jetzt auch schon, Julia hat schon ein bisschen gerührt in der Masse. Die ist richtig schön cremig und wir nehmen uns jetzt einfach einen Stupfpinsel und gehen da so ein bisschen rein und füllen den so schön mit dieser Masse. Und das Tolle ist, wir müssen hier gar nicht sauber arbeiten, sondern können einfach grobflächig den nehmen und so ein bisschen auftupfen und dann auch wirklich alle Seiten, dass das schön unterschiedlich aufgepinselt wird. Und wir sehen jetzt auch schon hier, dass es zum Beispiel Bereiche gibt, wo richtig viel Kristallschnee aufgetupft wird und auch mal weniger. Und dadurch bekommen wir gleich diese tolle, frostige Schicht, die dann schön unterschiedlich wirkt. Ihr macht das jetzt einmal so fertig, indem ihr euch das komplett einschmiert und dann immer wirklich schön mit dem Stumpfpinsel reingehen und dann vollflächig so ein bisschen grob über die Fläche gehen. Wer sagt, mir gefällt das schon so, kann das einfach so stehen lassen und trocknen lassen. Ihr habt eine Trocknungszeit von 1 bis 6 Stunden, je nachdem, wie dick ihr das aufträgt. Wenn ihr aber sagt, ich möchte das so richtig schön vollflächig haben, habe ich das schon mal hier vorbereitet, lässt ihr die erste Schicht, die wir jetzt vorbereitet haben, schön trocknen und geht dann nochmal in derselben Technik in die Bereiche rein, wo ihr sagt, hier ist mir das noch zu wenig und tupft einfach weiter mit der Masse und dem Stupfpinsel drauf, könnt dann richtig schön nochmal die Flächen so ein bisschen ausarbeiten und gucken, wo möchtet ihr ein bisschen mehr das aufgepinselt haben und wo nicht. Und wenn ihr fertig seid, sieht dann die Tanne so aus. Und wir sehen hier jetzt auch richtig schön diesen weiß irisierenden Look, wo dieser Kristallschnee dann richtig schön leuchtet. Mhm. Das Ganze lassen wir jetzt einfach trocknen und wir sind jetzt in einer richtig schön frostigen Landschaft. Ihr könnt das natürlich mit jedem Dekokegel und mit jeder Form so gestalten. Hier haben wir zum Beispiel nochmal silbernen Glimmer hinzugefügt. Hier sehen wir auch nochmal, wie unterschiedlich das wirken kann. Hier haben wir so ein bisschen weniger aufgetupft, hier ein bisschen mehr. Das heißt, ihr könnt mit dem Kristallschnee ganz viele unterschiedliche Optiken gestalten. Mhm. Und das Ganze verwandeln wir jetzt in eine richtig schöne, frostige Landschaft. Und deswegen schauen wir uns das Ganze einmal von vorne an. Ich habe mir nämlich das Lampenpodest geschnappt und habe mir das schön in Silber angemalt und mit Federn schön ausgeschmückt. Oh, ach, das sieht toll aus. So, ich muss jetzt aufpassen, weil es noch ein bisschen feucht ist. Aber wenn ihr das jetzt aufsetzt, so, und zwar die Seite, die ich schon fertig habe, dann habt ihr eine richtig schön frostige, so einen frostigen Kegel oder auch eine Tanne, die wir daraus zaubern können. Sieht total edel aus. Richtig Winter Wonderland schön, und dann mit diesem Silber, ne? Richtig schön. Und dann auch in vielen verschiedenen Designs dann auch möglich, so natürlich auch. Und da wir jetzt schon in dieser frostigen Optik sind, muss ich euch nochmal diese Tanne zeigen. Oh. Mein absoluter Liebling, es hat die liebe Petra uns gezaubert. Und wie ihr das macht, das müssen wir uns einmal von oben angucken, weil das ist für mich eigentlich ein Meisterwerk, so wie wir es jetzt auch schon sehen. Ja. Und es ist super einfach gestaltet. Mhm. Wir haben nämlich die ganze Fläche mit unserem 3D-Kleber einfach eingeschmiert, den gesamten Kegel. Und ein Tipp nochmal von mir, wir haben hier immer die Aussparung. Das heißt, wir können mit 2 Fingern da rein und uns das so festhalten und basteln, ohne dass wir uns die Finger einsauen. Mhm. Nachdem wir den Kleber dann hier aufgetragen haben, lassen wir den ja einen Moment trocknen, weil der dann adhesiv ist und wir weiterarbeiten können. Die Schmucksteine, die wir eben in der Aktion hatten, können wir uns jetzt wild auf diese Tanne aufkleben. Mhm. Und das Tolle ist, wir schnappen uns unterschiedliche Formen und Größen und spielen jetzt einfach wild drauf los. Und da dürft ihr eurer Fantasie einfach freien Lauf lassen und die so aufkleben, wie ihr möchtet. Da ihr die in 5 Farben habt, könnte man das jetzt auch in viele verschiedene Farbbereiche eintauchen lassen. Ihr könntet jede Tanne noch mal vorher tauchen, ne, mit unseren Premium-Tauchfarben und dann noch mal in Kombination mit der Kristallkunst, wie wir euch das eben gezeigt haben. Mhm. Das sieht einfach immer richtig klasse aus. Schön. Und wir haben dann noch diese Glasanhänger. Die haben wir jetzt nochmal zusätzlich hier aufgeklebt, weil ich fand, das gibt einfach dem Ganzen nochmal so ein bisschen Bewegung, lässt das Ganze lebendiger wirken. Vor allem diese Glasanhänger, die dann richtig schön schimmern, wenn die sich bewegen und das Licht sich dadurch bricht. Mhm. Und wir haben ja diese Perlenkappen hier. Mhm. Und die können wir uns jetzt einfach aufbiegen und dann hier aufkleben.
mit dem Heißkleber und dann hält die auch und dann sind die richtig schön beweglich, so wie wir das hier auch sehen, wodurch wir dann natürlich diese Optik gestalten können. Silvia schreibt auch, der Kristallschnee sieht bestimmt auch auf Landschaften toll aus, schön. Als Baum für mich perfekt. Absolut, also mit diesem Kristallschnee, da haben wir auch schon ganz viele andere Ideen gemacht, ne? Also auf Grußkarten oder auf unseren 800 Gramm Karton. Wir haben da auch, ja genau, zeig das mal, wie schön, einfach mal so kleine Schneeränder, ne? Das glaubt man gar nicht, dass das aus so einem Rohling, es ist ja ein Deko-Rohling bei uns, dann angemalt in diesem tollen Rosaton und dann nochmal die Spitzen so richtig schön frostig weitergestaltet oder hier auch, so wie du es gerade eben gesagt hast, bei den Stanzbogen mit dem 800 Gramm dann die untere Fläche vom Schneemann einfach mal verziert. Es wirkt einfach anders. Total schön, ja. So richtig erhaben und dann noch mit dem Iris-Glimmer, so wie echter Schnee, wenn die Sonne drauf scheint, so schön funkelt, ne? Das stimmt, das macht einfach Spaß. Und wir können uns gerne auch noch mal angucken, wie du es schon gesagt hast. Mhm. Die Glasanhänger können wir natürlich für Kugeln benutzen, für Weihnachtskugeln, als Aufhängung unten noch mal schön baumeln lassen. Das ist Echtglas, wirkt dann einfach noch mal faszinierend. Wir können es aber auch zum Beispiel in die Kartengestaltung mit einarbeiten und auf Elemente dann hier nochmal aufsetzen. Mhm. Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von den Glasanhängern, weil man weder bohren noch sonst irgendwas machen muss. Das ist einfach nur kleben. Genau, und die sind so schön funkelnd, die geben irgendwie nochmal so eine gewisse Eleganz dann auch. Und genau, für den Baumschmuck ideal. Habt ihr denn euren Baumschmuck schon fertig? Wie sieht das da bei euch aus? Habt ihr schon fleißig gebastelt für den Tannenbaum oder steht das noch an? Das finde ich ja auch immer spannend. Da genau, denkt an unsere Aktion. Ab einem Bestellwert von 50 Euro bekommt ihr einmalig unser Geschenk, 25 Acrylkugeln für den Baum zu gestalten. Das ist natürlich mega. Und wir haben noch eine Aktion für euch heute, die fanden wir ganz gut als Ergänzung zu unseren Leuchttannen. Da haben wir nämlich noch unsere Stanzbögen und zwar Tanne Frauke heißen die. Die hat unsere Grafikdesignerin Frauke, damals, die gibt es schon etwas länger, entwickelt. Und die sehen richtig toll aus und passen perfekt hier zu unseren Tischleuchten. Da kommen zu euch insgesamt 4 Stanzformen in dunkelgrün. Da müsst ihr einfach nur hier die Teile einmal rausbrechen. Die sind so schön vorgestanzt. Und dann klebt ihr die beiden dunkelgrünen Tannen gegeneinander. Und in der Mitte haben wir dann noch vorgestanzte Transparentpapiere. Das sind auch nochmal Kegel, wo das Licht so schön hindurch scheint. Und die sind insgesamt 27,5 cm hoch. Ihr könnt 2 Tannen aus diesem Set gestalten. So sieht die dann fertig aus, wenn ihr alle Zwischenräume herausgenommen habt. Und das Set ist um 50% reduziert und kostet nur 1,73 Euro. Und das Tolle ist jetzt, dass die von der Größe perfekt um unsere LED-Leuchtpodeste passen. Und das zeigt Silvana jetzt nochmal, wie schön das aussehen kann in der Kombination. Ja, so wir starten jetzt direkt damit, dass wir einmal zeigen, wie wir diese Stanzform einmal zusammenbasteln. Wir haben alles da und ich glaube, auf der Verpackung steht auch nochmal, wie das Ganze funktioniert. Ja. Wenn wir uns das Ganze von oben anschauen, erkläre ich euch das ganz schnell. Wir haben hier nämlich eine Lasche, die können wir uns einmal zurechtfalten und das Ganze mit Power oder Sticky Tape versehen und können dann einfach diesen Bereich aufkleben. Das Ganze machen wir auf der Seite auch und schon habt ihr diesen Kegel euch zusammengebastelt. Dann nehmen wir uns die Stanzform. Da könnt ihr euch die Bereiche einfach hier rausnehmen. Die sind ja schon vorgestanzt und habt hier links und rechts jeweils 2 Laschen, die ihr auch nochmal nach innen falten könnt. Wenn ihr euch die zweite Stanzform dann schnappt, könnt ihr euch einfach die beiden so nach innen einkleben. Das heißt hier Power Tape oder Sticky Tape und dann so schön nach innen einkleben. Und ich glaube, ich zeige das jetzt einfach mal fertig. Mhm. Und schon habt ihr das zusammengeklebt. Das Interessante ist, die Stanzform in Grün hält sich wirklich nur an diesen beiden Bereichen. Klebt ihr die zusammen und der Rest steht frei. Wir könnten das Ganze jetzt, wenn wir einmal von vorne schauen, uns das so aufstellen. So, da warten wir noch mal einen Moment, bis die Kamera soweit ist. Mhm. Und dann natürlich mit unserem runden LED-Podest
beleuchten. Und da sehen wir, wie schön das bis in die Spitze durchbeleuchtet Mega schön. Wird. Schön, oder? Ja, das wird komplett ausgeleuchtet und man sieht so richtig schön diese geschwungene Tanne. Ja, und diese Bereiche, die ausgestanzt sind, das sieht so schön aus. Ich finde die unverbastelt schon sehr edel. Wir können aber auch hier nochmal, weil wir so viel mit Größen gespielt haben, mit Größen spielen. Ich habe jetzt einfach uns hier den Lampenpodest geschnappt und angemalt und nochmal so, das nochmal aufgesetzt. Ja, Marlies schreibt schon super tolle Ideen wieder. Die Weihnachtsvorbereitungen laufen an. Also ich glaube, jetzt geht es auch in allen Haushalten so richtig los. Ne? Man merkt jetzt, man geht einkaufen, man sieht wieder überall die Kalender und Lebkuchen. Und man kommt auch durch die Zeitumstellung wieder in diese Weihnachtsstimmung. Ne? Das ist herrlich. Also hier nochmal der Tipp. Ihr könnt es natürlich so machen, dass ihr die nur drauf tut, ohne es festzukleben, weil dann könnt ihr das Podest auch immer wieder mit den ganzen anderen Formen benutzen, weil man die ja auch einfach nur abzieht und immer wieder anders kombinieren kann. Mhm. Wenn ihr sagt, ihr möchtet das aber festkleben, könnt ihr einfach den Bereich euch hier so ein bisschen zurechtfalten, hier links und rechts einschneiden und dann mit Powertape zurechtkleben. Mhm. Und natürlich ist diese Tanne jetzt noch nicht fertig. Da fehlt ja nochmal dieses schön schmückende. Jetzt muss ich einmal so arbeiten, dass man es sehen kann. Mhm. Der Bereich mit den richtig schönen grün ausgestanzten Tannen, die richtig klasse aussieht. Und hier auch nochmal jetzt die Kombination mit den Kristallsteinen, die wir heute und morgen auch reduziert haben. Da haben wir unterschiedliche Größen. Da könnt ihr die nochmal aufsetzen, wie so total Weihnachtskugeln, schön. Oder? Ja, mega schön. Richtig toll. Und wir haben nochmal wieder eine andere Größe, wenn ihr wieder kombinieren wollt jetzt mit unseren Kegeltannen. Ne, dann kann man so einen richtig schönen kleinen Wald gestalten. So eine richtig schöne Leuchtecke. Mhm. Dann mal die kleinen dazu. Ne? Also richtig schön in Kombination mit den Kegeln dann auch nochmal. Mhm. Herrlich. Hanni hat eben auch vorgeschlagen, man könnte die Kegeltannen ja auch tauchen, ne, mit unserer Tauchfarbe oder ansprühen mit Marmor-Effekt-Spray zum Beispiel. Toll. Also auch nochmal das Einfärben, da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten. Denkt auch an Transparenzsticker zum Beispiel, die man draufgeben kann. Und zum Einfärben, also die Tauchfarben, die haben wir auch als Aktion für euch heute und morgen. Ne? Überleitung, da möchte ich doch einmal direkt nach vorne gehen und euch die zeigen. Wir haben 5 verschiedene Farben, A250 ml. Und das Tolle an diesen Premium-Tauchfarben ist, dass ihr sämtliche Oberflächen zu einem Glaseffekt zaubern könnt. Also ihr habt zum Beispiel eine Acrylkugel und taucht die jetzt mit der Tauchfarbe und dann habt ihr diesen wahnsinnigen Glanz auf der Oberfläche. Ich zeige euch das direkt mal hier an so einem Beispiel. Hier haben wir eine Windradscheibe in Tropfenform und schaut mal, wie glänzend die Farbe aussieht. Streifenfrei, läuferfrei und ihr habt dann einfach immer noch das transluzente, lichtdurchlässige. Ihr habt hier nochmal die Kristalle aufgesetzt. Wir haben auch noch andere Kristallbogen, schaut da mal in dem Shop, die auch noch reduziert sind. Und hier haben wir ganz zart unseren Kristallschnee mit etwas Glimmer aufgetragen. Mhm. Sieht richtig toll aus. Oder schaut mal hier zum Beispiel unser Acrylmedaillon, einmal in Gelb, mit der Premium-Tauchfarbe gestaltet. Wie schön da das Licht hindurch scheint. Oder auch nochmal eine Tropfenform hier mit ganz vielen Kristallen anschließend belegt. Da kommt es auch so richtig, dieser funkelnde Effekt, richtig schön rüber. Oder auch hier nochmal passend die lilane Tauchfarbe in Kombination mit unseren lilafarbenen oder violettfarbenen Kristallen, die wir ja auch heute als Aktion für euch haben. Also man sieht, die Tauchfarben in Kombination mit unseren Kristallen, die passen farblich perfekt. Ihr könnt sogar die Tauchfarben auch untereinander mischen und euch eure ganz eigenen Farben kreieren. Und wir haben jeweils diesen hochglänzenden Glaseffekt auf der Oberfläche. Die Farben kosten heute und morgen nur 5,97 Euro pro Farbe statt 9,97 Euro. Also eine super Aktion, um die vielleicht auch mal auszuprobieren, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Und wir haben noch eine tolle Aktion, und zwar unsere Premium-Schmucksteine, die auch ganz toll in Ergänzung passen. Da haben wir 3 verschiedene Formen für euch reduziert. Da haben wir einmal das wunderschöne Oval mit der großen Halbperle in der Mitte. Wir haben die Form mit der Zierblüte
Da sieht das immer so edel aus mit diesem hellen Gold als Fassung und dann die Halbperlen in Kombination mit den Glitzersteinen und noch einmal die Tropfenform. Da kommen jeweils 40 von den Premium-Schmucksteinen zu euch nach Hause. Ihr seht die Artikelnummer, die wir reduziert haben, und die gibt es für nur 2,48 Euro heute und morgen bei uns. Und damit und mit der Tauchfarbe haben wir diese wunderschöne Fabergé-Tanne gestaltet. Nicht nur der Kegel, sondern auch das LED-Podest haben wir hier genau gemacht. Das ist jetzt sozusagen unser großes Finale, unser Highlight. Das zeigt jetzt nochmal Silvana, wie das funktioniert. Viele von euch kennen ja auch schon die Idee, wir hatten ja im Frühjahr das Fabergé-Ei, was wir auch mit den Schmucksteinen und dann auch mit der Bordüre gestaltet haben. Und als wir diese Tanne, also den Kegel gesehen haben, dachten wir so, eigentlich könnten wir ja daraus eine Fabergé-Tanne gestalten. Und als sie dann fertig war, standen wir echt mit Staunen da und waren so, wow. Ja, wir wollten die am liebsten jetzt in jeder Farbe einmal machen, hatten nur gar nicht die Zeit, weil wir noch so viele andere Ideen hatten. Aber stellt euch einfach mal vor, jetzt in jeder Farbe nochmal in Blau, Violett, Rot. Wir haben ja so viele tolle Farben auch. Ja, die Schmucksteine passen dann auch zu allen Farben. Das sieht herrlich aus. Ja, ganz ich zeige euch jetzt nochmal, wie das Ganze funktioniert. Und zwar haben wir uns jetzt hier schon mal den Kegel in der Tauchfarbe eingetaucht. Ich habe mich für das Gelb entschieden, weil ich das nochmal richtig schön klassisch fand. Und vielleicht gehen wir jetzt nochmal richtig schön nah dran. Also, mein Tipp an euch, wir benutzen jetzt die Schmucksteine. Ihr könnt natürlich in unterschiedlichen Designs vorgehen, wie ihr gerne möchtet. Ihr könnt entweder mit unseren Klebequadraten arbeiten oder mit der Heißklebepistole. Ich habe mich heute jetzt für die Heißklebepistole entschieden, weil das für mich einfach schneller geht. Wir haben angefangen, die Spitze mit diesen tropfenförmigen Steinen aufzukleben, und ich zeige das mal von oben. Dann seht ihr, dass ich so ein Kreuz gebildet habe. Das ist nämlich das Erste, was wir machen. Wir kleben die 4 Tropfensteine so auf, dass wir von oben uns ein Kreuz aufbauen. Und das Tolle ist, wir können jetzt hier immer richtig schön weiterarbeiten. Ich fange jetzt einfach mal hier an. Da könnte ich mir jetzt einfach den Stein, der ebenfalls tropfenförmig ist, wieder so aufsetzen. Und dafür schnappe ich mir jetzt wieder die Heißklebepistole und klebe das Ganze dann schön in die Mitte auf. Ihr könnt natürlich auch sagen, ich möchte das Ganze umgekehrt machen und den Stein dann nochmal andersrum aufkleben. Das ist natürlich auch möglich. Da könnt ihr dann frei entscheiden, wie ihr euch das Muster zusammenstellen möchtet. Ich habe auch schon am Freitag nochmal gesagt, kommt, wisst ihr was, ich bastel noch eine andere Variation, die können wir uns gleich auch nochmal anschauen. Ja, so, und eigentlich müsstet ihr jetzt rundherum erstmal die zweite Reihe fertig machen. Damit ihr einfach mal wisst, wie es funktioniert, mache ich hier weiter. Ich klebe mir jetzt den einen nochmal schräg auf und schnapp mir den nächsten auch und klebe den ebenfalls nochmal so schön seitlich auf. Bin jetzt auf der Seite und ich klebe mal so ein bisschen weiter. Vielleicht kannst du da noch ein paar Kundenkommentare vorlesen. Auf jeden Fall. Marlies fragt zum Beispiel, ob die Tauchfarben auch Outdoor geeignet sind. Sie möchte nämlich ihre Außendekoration damit gestalten. Ja, die sind auch für den Außenbereich geeignet. Genau. Kannst du also gerne dafür nehmen. Und vielleicht auch nochmal einen Tipp, wenn ihr das sehr stark transluzent haben möchtet, dann taucht ihr nur einmal. Und je öfter ihr dann nochmal eine Schicht drüber gebt, desto deckender wird die Farbe. Da könnt ihr also auch nochmal entscheiden, wie deckend ihr das haben möchtet. Und wer nicht tauchen möchte, der kann die Farbe natürlich auch mit einem Pinsel auftragen. Das geht auch natürlich. Ja, bei den Kegeln ist es ja so, die können wir nicht tauchen. Das heißt, ihr nehmt euch einfach, stellt den auf, am besten auf eine Trocknungsstation und gießt nochmal von oben in kreisenden Bewegungen, sodass wir die ganze Fläche dann voll haben mit der Tauchfarbe und lässt das Ganze dann trocknen und dann sieht das Ganze dann auch so aus. Genau. So, das wäre jetzt die erste Variation, wie wir das machen können. Hier würden wir dann einfach direkt weitermachen und würden hier die Steine uns dann nochmal weiterkleben. Julia, wenn du so nett wärst, würde ich einmal schon den fertigen hier schnappen. Und dann würde ich euch nochmal zeigen, also so sieht der Anfang aus, wie wir das Ganze auskleben. Wenn wir hier weiterarbeiten, dann haben wir natürlich irgendwann den Bereich, dass die Fläche zwischen den Steinen und die Höhe natürlich immer größer wird. Das heißt, wir können uns einfach diese Tropfenform schnappen, also diese Schmucksteine, und können diesen Bereich uns hier abknipsen.
Dann können wir nämlich, also hier haben wir so weitergearbeitet, wie ich es eben schon gezeigt habe. Und hier ist dann natürlich eine Fläche, die wieder größer ist, weil der Kegel ja auch immer breiter wird. Dann hier nochmal die zwei Schmucksteine, die wir hier raus haben. Das heißt einmal einen ganzen Stein, so. Und das zweite Element dann aufkleben und dann wieder den Schmuckstein aufsetzen. Und hier können wir einfach zwei gleiche Elemente untereinander setzen. Das Tolle ist, den Bereich, den wir jetzt abgeknipst haben, könnten wir zum Beispiel hier unten beim Podest dann nochmal als Bordüre nehmen. Wir haben dann nochmal mit den Schmucksteinen kombiniert und das Ganze nochmal da auftauchen lassen. Anna Maria war schon ganz fleißig und schreibt, bei mir ist schon alles fertig, wow. Bin aber jetzt Leuchten am Machen. Das passt ja perfekt, als hätten wir es gewusst, oder Anna Maria? Haben wir doch genau das richtige Thema für dich heute hier bereitgestellt. Hier sehen wir jetzt nochmal eine zweite Variation, wie wir das Ganze noch gestalten können. Ich habe zum Beispiel hier, als wir die zwei Steine nochmal dran gesetzt haben, habe ich hier schon die runden Steine aufgesetzt und habe dann hier nochmal ganz anders weitergearbeitet. Das heißt, ihr könnt da total kreativ werden und ganz viele Kombinationen schaffen. Und die Spitze, die wir hier als Stern haben, das sind unsere Metallornamente. Die sehen wir gleich nochmal in den Empfehlungen. Da haben wir einfach zwei Stück genommen, gegeneinander geklebt und dann uns das einfach aufgesetzt. Und wir sehen jetzt gerade auch, man könnte das Ganze in Silber oder auch in Gold dann weitergestalten. Wir haben uns hier für Gold entschieden, weil das so schön aussah mit der Tauchfarbe in Kombination. Ja. Absolut mein Favorit, ja, die Fabergé-Tanne. Funktioniert super einfach, super schnell. Wie gesagt, ihr könnt mit Heißkleber anfangen oder aber auch mit den Klebequadraten und fangt einfach ganz leicht und sicher an, indem ihr ganz oben anfängt mit dem Quadrat. Hier ist übrigens nochmal eine Naht, wo ihr euch auch so ein bisschen rang orientieren könnt. Ich habe erst die zwei Seiten aufgeklebt, weil ich da dann den Bereich hatte und dann die zwei Flechten und habe mich dann einfach weiter runtergearbeitet. Super schön. Und dann haben wir noch ein paar weitere Ideen. Wollen wir uns die auch noch von oben einmal anschauen? Genau, guckt euch das mal an. Was für eine coole Leuchte, oder? Da sind wir auch Fan von, Silvana und ich. Ja. Einfach mit den Holzstäbchen mal. Man kann das auch einfach abziehen. Guckt euch das an, wie cool, oder? Dann könnt ihr das abziehen und nochmal anders gestalten. Das ist jetzt unsere Zylinderform als Aufsteck-Rohling sozusagen. Ja. Und dann haben wir da mit dem Mehrzweckwerkzeug gearbeitet, ne? Genau. Und ich habe mir jetzt eben ganz schnell nochmal zwei Stäbchen geschnappt, weil ich in den Kommentaren für die Ankündigung schon gelesen habe, dass einige gefragt haben, wie das Ganze funktioniert. Und zwar ist das Tolle, wir haben hier nicht geklebt, sondern wirklich, da hat mir Patricia nochmal geholfen, hier uns drei Löcher mit dem Multifunktionswerkzeug gebohrt und dann können wir einfach mit unserem Draht durchfädeln und dann eine Perle aufsetzen und das zweite Stück dann ansetzen und so können wir uns dann entlang der Leuchte abarbeiten und dann können wir das einfach, wenn das groß genug ist, dann überstülpen. Das Tolle ist, man könnte jetzt natürlich hier auch nochmal mit der Tauchfarbe hergehen, in eine andere Farbe und dann mit der Holzoptik dann das nochmal verzieren oder einfach mal so schlicht lassen, weil ich finde, das sieht auch richtig klasse aus. Total, richtig schön. Apropos Multifunktionswerkzeug, da gibt es jetzt nochmal viele, viele Möglichkeiten, wie es noch funktioniert. Und eigentlich wollte ich euch das nochmal als tollen Effekt zeigen. Wow. Wir haben dazu auch nochmal ein Video. Das haben wir bei einem Ei gemacht. Und zwar sind wir da nur entlang einer Bordüre gegangen und haben mit dem Multifunktionswerkzeug uns ganz leicht Löcher eingebohrt. Hier haben wir uns jetzt einfach mal eine Schablone geschnappt. Und das ist unsere Easy Dotting Schablone. Das ist das Faszinierende hier. Cool. Und haben uns unterschiedlich große Löcher gebohrt. Das Tolle ist, wir haben ja auch unterschiedliche Aufsätze. Das heißt, wir können in Größen wechseln und sind einfach entlang dieser Schablone gegangen und haben uns dieses tolle Design dann auf unsere Leuchte aufgebohrt. Wichtig ist, wenn ihr das wirklich nachbasteln wollt, müsst ihr eine schön dunkel deckende Farbe nehmen, damit das Licht richtig schön durchleuchtet. Ja, oh, das sieht so toll aus. Also davon bin ich ganz fasziniert. Und da machen wir bestimmt auch noch mal eine Show dazu, würde ich mal sagen. Freut sich Patricia. Ja, ich glaube auch. Da freuen sich, glaube ich, ganz viele, weil das ist echt ein cooler Effekt. Und das geht, glaube ich,
total einfach. Ne? Man denkt ja jetzt, man müsste da irgendwie Kraft anwenden, um die Löcher da reinzubekommen. Ja, das geht ja super einfach. Patricia hat das ja ausgetestet und ich sollte das Video vorbereiten und habe mir das geschnappt. Und dann bohrst du einfach die Löcher. Du hast schon die Bereiche, wo du reinbohren musst. Es geht so leicht, so sicher und man kann eigentlich nichts falsch machen. Ach, super. Ja, das waren jetzt unsere ganzen Ideen. Ihr seht, es hat wieder bei uns gesprudelt. Ne? Also da ist wieder einiges zusammengekommen. Aber ich habe auch von euch schon so viele tolle Ideen gelesen. Und da freue ich mich auch noch mal ganz in Ruhe später reinzuschauen. Mit der Zeit, ja, da seid ihr euch, die einen sagen 13 Uhr, die anderen sagen 14 Uhr. Wir schauen mal. Die nächsten 3 Wochen sind wir aber definitiv immer montags und donnerstags schon um 13 Uhr live zu sehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr alle dabei seid und uns weiterhin so viele schöne Kommentare schickt. Und dann schauen wir auch noch mal, wie es bei uns mit den nächsten Bastelshows weitergeht. Also am 16.11. ist wieder Karins Bastelclub von 15 bis 16 Uhr. Dann haben wir 18 bis 19 Uhr bei QVC 2 Karins Bastelideen mit Herz. Und die Live-Shows, wie gesagt, immer um 13 Uhr. Nächsten Donnerstag geht es weiter am 17.11. und dann wieder am 21.11. ab 13 Uhr. Und hier seht ihr einige unserer Empfehlungen. Wow! Ihr seht schon, da haben wir wirklich viel. Die Metallornamente, das waren die Sterne für den Tannenbaum, oder? Genau, richtig. Genau. Wir haben die Batterien, die gibt es in 2 unterschiedlichen Größen, die wir ja bei den Podesten jeweils brauchen. Ihr könnt die einmal in einer kleinen Sortierung mit 4 Batterien oder nochmal in der großen Packung mit ganz vielen Batterien sichern und alles Mögliche, was wir jetzt dazu benutzt haben, wie zum Beispiel die Federn, die Klebequadrate und, ist da auch nochmal dabei. Ja, super. Die Holzstäbchen für die für die Leuchte, die wir eben gesehen haben, Batterien natürlich und die Winteroutfits für unsere süßen Wichtel, die könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch dazu sichern und die Lampenschirme zum Wechseln, da haben wir auch noch. Ja, welche für euch dabei. Also es hat wieder richtig Spaß gemacht mit euch. Jetzt ziehen wir natürlich noch den Gewinner oder die Gewinnerin von unserem Gewinnspiel. Oh ja. Achtung, macht Trommelwirbel. Es ist Anita Dunst. Yay! Herzlichen Glückwunsch, liebe Anita. Wir packen dir wieder ein richtig schönes Überraschungsset mit unseren heutigen Aktionen zusammen. Wir freuen uns natürlich, wenn du uns dann deine Muster, die du daraus bastelst, auch zuschickst an facebook@ideenmitherz.de und dann würden wir die gerne in einer der nächsten Shows zeigen. Es hat mir riesig Spaß gemacht, heute endlich mal wieder live mit euch dabei zu sein, mit dir Silvana. Ja, es war schön. Mit dem ganzen tollen Team und mit euch zu Hause. Ja, ganz viel Spaß beim Basteln und ich hoffe, wir sehen uns am Donnerstag wieder. Ja, bis Donnerstag. Bis dann, tschüss. Ciao.